Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Heute Abend sehen Sie hier vorne neue Gesichter. Zunächst einmal nur meines. Mein Name ist Sebastian Kaufmann und ich freue mich sehr, diese Ringvorlesung gemeinsam mit meinen Kollegen Andreas Ursommer und Philipp Schwab veranstalten und Sie alle auch im Namen dieser beiden recht herzlich begrüßen zu dürfen. Heute haben wir, was vielleicht nicht allen bekannt ist, schon einen regelrechten Nietzsche-Marathon hinter uns, der am Vormittag mit einem Workshop zur Nietzsche-Rezeption begann und seinen ersten Höhepunkt dann in der offiziellen Eröffnung des neuen Freiburger Nietzsche-Forschungszentrums am frühen Abend fand. Jetzt aber findet der zweite und endgültige Höhepunkt statt, nämlich unsere Ringvorlesung. Und es ist mir eine große Freude, Ihnen den heutigen Referenten, den heutigen Vortragenden kurz vorstellen zu dürfen. Markus Wild, seines Zeichens Inhaber einer Professur für theoretische Philosophie an der benachbarten Universität Basel, an der, Sie alle wissen es, kein geringerer als die Hauptperson unserer Vorlesungsreihe, nämlich Friedrich Nietzsche von 1869 bis 1879 ebenfalls als Professor tätig war, wenn auch nur für Altphilologie, nur in Anführungszeichen, und nicht für Philosophie, denn seine Eignung für die Philosophieprofessur, um die er sich dort in Basel im Jahr 1871 beworben hat, stellte man damals in Basel noch in Frage, um stattdessen den mittlerweile weitgehend in Vergessenheit geratenen Rudolf Eucken zu berufen. Heute ist das natürlich alles ganz anders und an Nietzsches philosophischer Bedeutung zweifelt inzwischen auch in Basel niemand mehr. Am wenigsten vielleicht Markus Wild, der nicht nur als Frühneuzeit-Spezialist, als Tierethiker und Bewusstseinsphilosoph bekannt ist, sondern sich in jüngster Zeit auch verstärkt als Nietzsche-Forscher betätigt hat und, das möchte ich nachdrücklich betonen, wir begrüßen das sehr. Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz auf seine in dieser Hinsicht einschlägigen Publikationen hinweisen, namentlich auf das quasi noch druckfrische von ihm mit herausgegebene Schwerpunktheft der Deutschen Zeitschrift für Philosophie zu Nietzsches genealogischer Methode und seinen ebenfalls brandneuen Buchbeitrag zu Nietzsches Perspektivismus, beide im noch laufenden Jahr 2019 erschienen. Heute wird er über ein Thema zu uns sprechen, das ihm bestens vertraut ist, da er darüber, wenn ich das verraten darf, schon einmal ein ganzes Semester lang in Basel eine eigene Vorlesung bestritten hat, nämlich über Nietzsches Naturalismus. Und ich glaube, in sehr konzentrierter, kondensierter Form haben Sie das auch in dem Ausstellungskatalog zur großen und sehr sehenswerten Basler Nietzsche-Ausstellung, die gerade läuft, reformuliert. Heute bekommen wir sozusagen ein aktualisiertes Konzentrat, nicht ganz so konzentriert wie der Buchbeitrag im Ausstellungskatalog, daraus zu hören. Lieber Herr Wild, wir freuen uns außerordentlich, dass Sie heute hier sind und wir erwarten Ihre Ausführungen mit höchster Spannung. Das Pult gehört Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einführung und herzlichen Dank auch für die Einladung. Und ich möchte gerne zuerst sagen, dass es mich wirklich sehr freut, dass heute jetzt auch die erste Versammlung des Nietzsche-Forschungszentrums an der Universität Freiburg hat stattfinden können. Das ist etwas, was mich persönlich, aber auch als Forscher sehr freut, dass hier zwischen Basel und Freiburg Nietzsche-Forschung weitergeht, möglich ist und auch Verstärkung erhält. Also das finde ich ganz wunderbar. Der Titel meines Vortrags ist mit Nietzsches Naturalismus beschrieben. Es wäre vielleicht besser, ich würde den Vortrag nennen Nietzsche und der Naturalismus. Was ich machen möchte heute, ist nicht so sehr mein Bild von Nietzsches Naturalismus Ihnen vorstellen, sondern ich möchte eher ein paar Missverständnisse über den Naturalismus beiseite räumen, die vielleicht einer naturalistischen Deutung von Nietzsche im Weg liegen. Lassen Sie mich zuerst ein Beispiel für so ein Missverständnis geben. Ich war im September in Brixen auf einer Tagung über Tierethik, vor allem mit katholischen Tierethikern, weil Brixen ist ein katholisches Priesterausbildungsseminar und Teil der Universität Bozen.
Und ich habe da fallen lassen, dass ich selber eine naturalistische Position vertrete. In der Pause näherte sich mir jemand schüchtern und fragte: Wie können Sie denn an die Moral glauben, wenn Sie Determinist sind? Die Unterstellung ist natürlich, dass ein Naturalist Determinist sein muss. Die zweite Unterstellung ist, dass jemand, der Deterministin ist, nicht eine Moral vertreten kann. Und das ist ein Beispiel dafür, was ich meine, wenn ich sage, ich möchte gern einige Missverständnisse über den Naturalismus beiseite räumen, um zu zeigen, in welcher Art und Weise Nietzsche ein Naturalist sein könnte. Und ich werde das vor allem in der Weise machen, dass ich auf eine bestimmte Person eingehe, nämlich Robert Pippin, und Robert Pippins Versuch zu sagen, dass Nietzsche unmöglich Naturalist sein kann. Pippin selber ist vor allem Hegel-Forscher, hat auch viel zur politischen Philosophie gearbeitet, aber auch zu Nietzsche, hat ein Buch geschrieben über Nietzsches Psychologie. Ich werde damit beginnen, dieses Zitat vorzulesen, und es geht dann hauptsächlich darum, die Argumentation in diesem Zitat zu analysieren und zu zeigen, dass Nietzsche nicht unter diese Argumentation fällt. Schauen Sie sich bitte kurz zuerst das Zitat an. Ich habe es sowohl in Englisch auf dem Handout als auch in einer deutschen Übersetzung, die ich gemacht habe. Bevor ich weiterfahre, kurze Frage in die Runde. Haben alle von Ihnen ein Handout? Fehlt noch eins, weil ich habe hier noch. Pippin schreibt in einem Aufsatz über zur Genealogie der Moral folgendes. Nietzsche wird jetzt, Pippin schreibt 2004, wird jetzt häufig als Naturalist bezeichnet, etwa als psychologischer Naturalist, wegen seiner Auffassung moralischer Institutionen. Heutzutage versteht man unter Naturalismus die Position, dass es nichts als materielle Gegenstände in Raum und Zeit gibt. Vielleicht sogar nur jene Entitäten und Eigenschaften, die sich die am meisten fortgeschrittene moderne Naturwissenschaft bezieht und dass alle Erklärungen naturwissenschaftliche Erklärungen sind, das heißt im Wesentlichen Unterordnung unter Naturgesetze. Aber selbst mit dieser allgemeinen und vagen Definition ist es unwahrscheinlich, dass Nietzsche einen solchen Naturalismus akzeptieren würde, insbesondere die zweite Bedingung. Also die Bedingung der Unterordnung unter naturwissenschaftliche Erklärungen. In zur Genealogie der Moral wettert Nietzsche gegen die mechanistischen Unsinnigkeit der modernen Naturwissenschaft und er setzt dem, was er hier und an anderen Stellen als demokratisches Vorurteil bezeichnet, die Theorie eines in allem Geschehen sich abspielenden Machtwillens entgegen. Aber viele Leute denken, dass er zumindest die erste Bedingung akzeptiert und dass diese Tatsache teilweise erklären kann, was in der Leugnung einer getrennten existierenden Seele in der Genealogie 1, Paragraph 13 vor sich geht. Das heißt, warum Nietzsche in der Regel die Existenz eines freien Willens bestreitet. Dass Nietzsche als Naturalist gelesen wird, ist etwas, was im Laufe der 90er Jahre als Interpretationsmöglichkeit entstanden ist. Ja, wenn man das mit den Deutungen von Deleuze oder Heidegger oder Walter Kaufmann vergleicht, ist das natürlich eine Überraschung. Zugleich konnte aber jemand wie Christopher Chenoway schreiben, 2007, dass die meisten Kommentatoren und Kommentatorinnen von Nietzsche darin übereinstimmen würden, dass er in einem weiten Sinn ein Naturalist ist. Und in dem eben vorgelesenen Zitat bestreitet Pippin das genau. Ich betrachte Pippins Aussage in diesem Zitat als repräsentativ für viele Nietzsche-Interpreten und Interpretinnen, die einer engen Annäherung zwischen Nietzsche und dem Naturalismus zögerlich, skeptisch, ja ablehnend gegenüberstehen. Ich selber betrachte diese Annäherung vielmehr mit ganz ungemischten Gefühlen. Ich möchte anhand dieser repräsentativen Passage von Pippin zeigen, dass Pippin erstens ein sehr ungenauer Leser von dem ist, was Naturalismus heißt. Und zweitens will ich zeigen, dass Pippin darüber hinaus ein ungenauer Leser der im Zitat angeführten Passagen aus der Genealogie der Moral ist. Ja, es geht also um die Nietzsche'sche Tugend des genauen Lesens. Pippin verweist in dem Zitat auf zwei Bedingungen dafür, was prima facie als Naturalismus betrachtet werden kann. Nochmals, erstens die Position, dass es nichts als materielle Gegenstände in Raum und Zeit gibt
Und zweitens die Bedingung, dass alle Erklärungen naturwissenschaftliche Erklärungen sind, das heißt im Wesentlichen Unterordnung unter Naturgesetze. Diese beiden Bedingungen verdanken sich einer nützlichen und sehr weit verbreiteten Unterscheidung, auf die man vor allem in einführenden Diskussionen zum Begriff des Naturalismus häufig trifft, nämlich die Unterscheidung zwischen einem ontologischen Naturalismus auf der einen Seite und einem methodischen Materialismus auf der anderen Seite. Diese beiden Arten kann man sehr, sehr grob wie folgt charakterisieren. Erstens. Der methodologische Naturalismus besagt, dass die Philosophie mit den empirischen Methoden der Natur- und Sozialwissenschaften Hand in Hand gehen soll. Und dieses Hand in Hand kann sehr unterschiedliche Dinge meinen. Es kann erstens meinen, sehr eng ausgelegt, dass die Philosophie sich empirischer Methoden bedienen soll. Das wäre zum Beispiel die experimentelle Philosophie. Es könnte zweitens bedeuten, dass die Philosophie nur Erklärungen akzeptieren soll, die auch in den empirischen Wissenschaften akzeptiert werden. Oder es könnte drittens meinen, dass die Resultate der Philosophie prinzipiell nicht im Widerspruch mit Resultaten der empirischen Wissenschaft, insbesondere der Naturwissenschaft, stehen sollen. Das ist die Grundidee des methodologischen Naturalismus. Der ontologische Naturalismus hingegen besagt, dass die Natur die ganze Wirklichkeit sei, und zwar die Wirklichkeit in dem Sinne, dass sie nur aus raumzeitlich existierenden und sich in Raumzeit verändernden Dingen besteht. Dieser Naturalismus, den man manchmal auch als Materialismus bezeichnet, steht vor einem ganz bestimmten Problem, das man in der Diskussion als Verortungsproblem bezeichnet, als Location Problem. Es gibt nämlich einige sehr wichtige Dinge für Menschen, die es schwierig haben, in einer raumzeitlich eingeschränkten materiellen Natur verortet zu werden. Der Philosoph Hugh Price hat von diesen Dingen als den vier M's gesprochen. Und die vier M's sind Mind, Morals, Meaning and Modality. Also das heißt der Geist, Denken und Bewusstsein, Mind, Morals, das heißt unsere moralischen Fähigkeiten, unsere moralischen Prinzipien, Meaning, die Bedeutung im sprachlichen, aber auch im kulturellen Sinn und schließlich Modality, wie bringe ich in den aktuellen Geschehnissen von Raum und Zeit unter, dass es auch Möglichkeiten gibt. Ja, Möglichkeiten existieren ja nicht real wie Tische, Blumen und Fischotter, aber Möglichkeiten sind enorm wichtig dafür, wie wir uns selber verstehen. Die Herausforderung des ontologischen Materialismus ist es, diese vier Dinge in der naturwissenschaftlich begriffenen Natur irgendwie zu verorten. Für Robert Pippin ist nun offensichtlich, dass Nietzsche den methodischen Naturalismus nicht akzeptieren kann. Er hält das für unwahrscheinlich. Demgegenüber betont er, dass viele Leute ihn für einen ontologischen Naturalisten halten. Das ist ein bisschen überraschend, weil zahlreiche Vertreter der These, dass Nietzsche ein Naturalist ist, ihn gerade umgekehrt für einen methodischen Naturalisten halten. Ein Beispiel dafür ist Brian Leiter in seinem Buch Nietzsche on Morality, das erstmals 2001 erschienen ist. Brian Leiter beschreibt Nietzsche als einen spekulativen methodologischen Naturalisten, der Theorien konstruiert, die vor allem auch naturwissenschaftliche Methoden zum Modell nehmen. Sein methodologischer Naturalist, der naturwissenschaftliche Erklärungen als interessante Erklärungen für philosophische Fragen betrachtet, so Leiter über Nietzsche. Nietzsche kann in diesem Sinne als methodologischer Naturalist betrachtet werden, und genau das möchte ich in der folgenden Darstellung in Auseinandersetzung mit Pippin zeigen. Das heißt, ich werde mich jetzt sehr stark auf den methodologischen Naturalismus konzentrieren und erst ganz am Schluss auf den ontologischen Naturalismus bei Nietzsche wieder eingehen. Schauen wir nochmal, was Pippin in der zitierten Passage konstatiert. Das sind vor allem drei Punkte und diese drei Punkte kann man in der Art eines Schlusses formulieren. Der erste Punkt lautet, naturalistisch akzeptable Erklärungen sind nur strikt nomologische Erklärungen, das heißt naturgesetzliche Erklärungen.
Zum Beispiel Erklärungen, wie wir sie aus der klassischen Mechanik von Newton kennen. Deshalb bringt Pippin im Zitat, dass Unternaturgesetze bringen, auch gleich mit kausalen Mechanismen in Verbindung. Zweitens verweist Pippin auf eine Stelle in Genealogie zur Moral, die belegen soll, dass Nietzsche kein methodischer Naturalist ist und deshalb folgt für ihn, dass er das nicht sein kann, weil Nietzsche eben die nomologischen Erklärungen verwirft. Ich will zeigen, dass Pippins Schlussfolgerungen in keiner Weise überzeugen können. Betrachten wir zu diesem Zweck die Punkte 1 und 2 genauer. Ich beginne mit Punkt 1, nämlich mit der Frage, ob ein methodischer Naturalist wirklich nur nomologisch-mechanistische Erklärungen akzeptieren darf. Also müssen alle empirisch interessanten Erklärungen naturgesetzliche Erklärungen sein. Nochmals, ich habe den methodischen Naturalismus als die Position charakterisiert, wonach die Philosophie mit den empirischen Methoden der Natur- und Sozialwissenschaften Hand in Hand geht. Und damit ist die Überzeugung verbunden, dass diese empirischen Methoden geeignet sind, alle Bereiche der Wirklichkeit zu erforschen, also auch das Denken, Bewusstsein, die Moral, Bedeutung und Möglichkeit. Bei Pippin jedoch werden zuerst alle empirischen Methoden auf Methoden der Naturwissenschaften reduziert. Das ist ein erstes Missverständnis, eine zu enge Auffassung dessen, was als Nähe zu empirischen Wissenschaften verstanden werden kann. Denn er spricht in dem Zitat nur von Naturwissenschaften, von Science. Aber natürlich bedienen sich auch die Psychologie, die Sozialwissenschaften, die Geschichte oder die Linguistik empirischer Methoden, ohne dass wir sie deshalb zu den Naturwissenschaften rechnen würden. Vermutlich nimmt Pippin, und viele andere machen das auch, implizit an, dass der Naturalismus darauf festgelegt ist, dass alle Dinge, von denen die Psychologie, die Sozialwissenschaft oder die Linguistik handelt, letztlich irgendwie auf die Physik reduziert werden müssen. Wie auch immer diese Reduktion aussehen muss. Natürlich existiert diese Position. Es gibt Leute, die glauben, dass diese Dinge, psychologische Zustände, soziale Institutionen oder linguistische Entitäten, letztlich auf physikalische Dinge zurückgeführt werden müssen. Das bezeichnet man als reduktiven Physikalismus. Physik ist die basale Wirklichkeit und alles andere muss letztlich auf die physikalische Wirklichkeit zurückgeführt werden. Pippin scheint also anzunehmen, dass der methodische Naturalismus immer einen reduktiven Naturalismus impliziert. Das scheint eine Hintergrundannahme zu sein. Aber diese Annahme ist nicht zutreffend. Das kann man an zwei Punkten zeigen und ich verweise kurz auf diese Punkte, werde sie jedoch nicht weiter diskutieren, um klarzumachen, dass ein Naturalist nicht ein reduktiver Materialist oder Physikalist sein muss. Der erste Punkt. Nicht jeder Physikalismus oder nicht jeder Materialismus ist reduktiv. Es gibt auch sogenannte nicht reduktive Materialisten. Das Verhältnis zwischen physikalischen oder materiellen Dingen einerseits und psychischen, sozialen oder sprachlichen Dingen auf der anderen Seite, muss ein Naturalist nicht zwingend als reduktives Verhältnis zurückführen. Dumm gesagt, ich muss Sprache nicht auf Schallwellen reduzieren. Es gibt auch den nicht reduktiven Physikalismus, der das Verhältnis zwischen materiellen Dingen und Bedeutungen oder Denken als Supervenienz oder als Emergenz auffasst. Ja, dass man sagt, es müssen bestimmte Grundlagen vorhanden sein, damit überhaupt so etwas wie Bewusstsein, moralische Urteile, kulturelle oder sprachliche Bedeutungen vorhanden sein können. Daraus folgt, nicht jede Naturalistin ist zwingend eine reduktive Physikalistin oder eine reduktive Materialistin. Zweitens, aus dem methodischen Naturalismus folgt mitnichten ein Physikalismus oder Materialismus. Also weder ein reduktiver noch ein nicht reduktiver. Ich kann methodischer Naturalist sein, ohne zu sagen, am Schluss basiert alles irgendwie auf Physik. Betrachten Sie als Illustration die folgende Überlegung. Die Überlegung lautet so: Menschen sind Tiere. Die Denkfähigkeiten von Tieren können mit Hilfe der biologischen Evolution erklärt werden,
Also können auch die Denkfähigkeiten von Menschen mithilfe der biologischen Evolution erklärt werden. Das ist sicher eine naturalistische These, weil ich das Denken bei Menschen in dieser These mithilfe der biologischen Evolution zu erklären versuche. Man kann diese These als die These der explanatorischen Kontinuität zwischen tierlicher und menschlicher Kognition oder tierlicher und menschlichem Denkvermögen bezeichnen. Im Sinne einer Kontinuität gleicher Erklärungsmittel. Das ist gemeint mit explanatorischer Kontinuität. Stellen Sie sich nun vor, dass eine Verfechterin dieser These zusätzlich eine zweite These vertritt, nämlich Lebewesen sind nicht auf physikalische Systeme reduzierbar. Nennen wir diese These biologischen Antireduktionismus. Es ist durchaus möglich zu sagen, dass Lebewesen nicht identisch sind mit Materienansammlung in Zeit und Raum. Wer also die explanatorische Kontinuität vertritt, nämlich dass das Denken bei Tieren und bei Menschen auf gleiche Art und Weise erklärt werden kann, der ist und gleichzeitig einen biologischen Antireduktionismus vertritt, dass Tiere nicht identisch sind mit Materiehaufen, der ist sicher ein Naturalist. Aber wer die explanatorische Kontinuität und den biologischen Antireduktionismus vertritt, ist kein Physikalist, kein Materialist. Daraus folgt, nicht jeder Naturalist ist ein Physikalist, Materialist, weder reduktiv noch nicht reduktiv. Aber hinter Pippins Deutung scheint das Missverständnis zu stehen, dass man Reduktionistin sein muss, wenn man Naturalistin ist. Versuchen wir nun, Pippins Restriktion auf die Naturwissenschaften zu akzeptieren. Nehmen wir an, ein methodischer Naturalist müsste die Idee vertreten, dass Philosophie Hand in Hand mit den Naturwissenschaften vor sich gehen muss. Also lassen wir Linguistik, Soziologie mal beiseite. Dann finden wir bei Pippin noch eine weitere sehr fragwürdige Restriktion, nämlich, dass alle Erklärungen in den Naturwissenschaften letztlich mechanistisch-nomologische Erklärungen sein müssen. Das ist eine ziemlich starke These, dass man sagt, etwas ist nur dann eine naturwissenschaftlich akzeptable Erklärung, wenn es eine naturgesetzliche Erklärung ist, in dem Sinn, dass Ereignisse nur dann erklärt sind, wenn sie einem strikten Naturgesetz unterstellt sind. Und genau das meint Pippin ja mit der Unterordnung unter Naturgesetze. Aber diese zweite Restriktion ist auch unzutreffend. Diese zweite Restriktion hat nämlich zur Folge, dass alle Naturwissenschaften, Physik, Chemie, vor allem Biologie, sich allein mechanistisch-nomologischen Erklärungen bedienen bzw. bedienen dürften. Das scheint mir eine sehr merkwürdige Einschränkung für die in den Naturwissenschaften zulässigen Erklärungen und Erklärungsmodelle. Ja, neben strikt naturgesetzlichen Erklärungen gibt es statistische Erklärungen, probabilistische Erklärungen, holistische Erklärungen und in der Evolutionsbiologie und Paläontologie auch historische Erklärungen, das heißt Erklärungen durch Narrative. Methoden umfassen nicht nur naturgesetzliche Voraussagen, sondern auch Datenerhebungen, Modellbildungen und so weiter. Es macht also den Anschein, als würde Pippin die Methoden und Erklärungen der Naturwissenschaften auf mechanistische Erklärungen reduzieren, wie wir sie manchmal im 17. oder 18. Jahrhundert finden. Das ist also eine sehr vereinfachte Idee. Naturwissenschaft muss so aussehen wie eine einfache Vorstellung einer Newtonschen mechanischen Erklärung. Um das zu veranschaulichen, möchte ich einen ganz, ganz kurzen Blick auf die Evolutionsbiologie werfen. Es gibt Leute in der Philosophie, die bestreiten, dass sich in der Evolutionsbiologie Naturgesetze überhaupt finden. Das nennt sich die evolutionäre Kontingenzthese. Es gibt in der Evolutionsbiologie oder Evolutionstheorie Generalisierungen, die mögen auch wahr sein, aber auch wenn sie wahr sind und Generalisierungen, folgt daraus nicht, dass sie notwendig wahr sind und dass sie deterministisch sind. Das heißt nicht, dass sie Naturgesetze sind. Schauen Sie sich folgendes sehr, sehr simples Beispiel an. Wenn eine bestimmte Art von Singvögeln blaue Eier legt, so ergibt sich daraus noch lange kein Gesetz, dass diese Singvögel blaue Eier legen.
Denn vielleicht breiten sich unter einem bestimmten Selektionsdruck plötzlich die gelben Eier einer Untergruppe dieser Art aus. Ja, die Population hat mehr Mitglieder, die gelbe Eier legen, die Blaueierleger sterben aus. Also hat man einen neuen Zusammenhang, diese Singvögel legen gelbe Eier. Die Evolution schafft neue Phänomene, die schwierig vorhersehbar sind. Und durch die Entstehung neuer Arten entstehen auch neue ökologische Nischen und umgekehrt. Und genau solche Überlegungen führen zur schon erwähnten evolutionären Kontingenzthese. Und diese These besagt in der Formulierung von John Beattie, und das ist nun das Zitat 2 aus ihrem Handout, "To say that biological generalizations are evolutionarily contingent is to say that they are not laws of nature. They do not express any natural necessity. They may be true, but nothing in nature necessitates their truth." Und dass etwas mit einer bestimmten Notwendigkeit erfolgt, ist ein Charakter deterministischer Naturgesetze und nomologischer Erklärungen, aber die biologischen Generalisierungen lassen das nicht zu. Wenn also diese evolutionäre Kontingenzthese zutrifft, dann wären die Erklärungen der Evolutionsbiologie, wenn wir Pippin glauben wollen, keine Kandidaten für einen methodologischen Naturalismus, weil sie ja nicht Ereignisse unter strikte Naturgesetze subsumieren. Das scheint mir aber sehr unplausibel. Denn sicher ist der Bezug in der Philosophie auf die Evolutionstheorie weit verbreitet unter methodischen Naturalistinnen und die Evolutionstheorie ist somit eine ausgezeichnete Kandidatin für jemanden, der methodologischer Naturalist sein möchte. Wir sollten also vielmehr Pippins bizarre Beschränkung der zulässigen Methoden zurückweisen und die Evolutionsbiologie besser nicht aus den Methoden rausschließen, derer sich Naturalisten bedienen können. Gerade auch der Bezug von Nietzsche, auch immer wieder der kritische Bezug auf Darwin, ist hier ein relevanter Punkt. Ich hoffe, dass es in den Ausführungen deutlich geworden ist, warum wir Robert Pippins sehr restriktive Charakterisierung des methodologischen Naturalismus nicht akzeptieren sollten. Auch für Nietzsche bestand kein Grund, allein mechanistische Erklärungen zu akzeptieren, wenn er ein methodischer Naturalist sein wollte. Man kann das auch so formulieren: Es gibt einzelne Naturalisten, die sagen, es muss alles auf die Physik zurückgeführt werden, auf strenge Naturgesetze, aber daraus, dass es einzelne gibt, folgt nicht, dass alle so sind. Es gibt Pudel, aber nicht alle Hunde sind Pudel. Ich bin so ausführlich auf diesen ersten Punkt eingegangen, weil mir die Idee oft begegnet, dass ein Naturalist ausschließlich mechanistische und deterministische Erklärungen brauchen darf. Das ist, wie gesagt, Unsinn und trifft nicht zu. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein methodischer Naturalist nicht Gesetzeserklärungen oder kausale Erklärungen besonders schätzen würde. Meines Erachtens legt auch Nietzsche großen Wert auf kausale Erklärung und aus diesem Grund wendet er in der Götzendämmerung viel Energie auf unter dem Titel Die vier großen Irrtümer auf, um Fehler in kausalen Erklärungen aufzudecken. Die kausalen Erklärungen sind ihm zu wertvoll, als dass sie diesen Irrtümern unterworfen werden sollten. Ich komme nun zu dem zweiten Punkt. Der zweite Punkt bei Pippin lautet, dass Nietzsche die naturwissenschaftlichen Erklärungen allgemein nicht akzeptiert, weil er die naturwissenschaftlichen Erklärungen für mechanistische Unsinnigkeiten hält. Und damit muss ich ein wenig eingehen auf Nietzsches Kritik an den zeitgenössischen Naturwissenschaften und komme jetzt auch näher zu Nietzsches Text. In der eingangs zitierten Passage führt Pippin Belege an, dass Nietzsche kein methodologischer Naturalist sein soll. Und er schreibt in dieser Passage, in der Genealogie der Moral wettert Nietzsche gegen die mechanistische Unsinnigkeit der modernen Naturwissenschaft und er setzt dem, was hier und an anderen Stellen ein demokratisches Vorurteil bezeichnet, die Theorie eines in allem Geschehen sich abspielenden Machtwillens entgegen. Pippins Argument gegen die Deutung Nietzsches als methodischer Naturalist kann man nochmal wie folgt zusammenfassen, Sie finden das auch auf dem Handout. Der methodische Naturalismus verlässt sich allein auf mechanistisch-nomologische Erklärung der modernen Naturwissenschaft.
Zweitens, Nietzsche weist die mechanistische Unsinnigkeit, das heißt die Exklusivität mechanistisch-nomologischer Erklärung der modernen Naturwissenschaft in Genealogie der Moral 2.12 ausdrücklich zurück. Folglich ist Nietzsche kein methodischer Naturalist. Wie ich gezeigt habe, stellt Prämisse 1 eine unzulässige Restriktion dar und ist falsch. Und ich möchte mich nun der zweiten Prämisse zuwenden und diese Verhältnisse Nietzsches zu den Naturwissenschaften etwas differenzierter betrachten. Zu diesem Zweck ist es angemessen, einen Blick auf die Stelle zu werfen, auf die sich Pippin bezieht, nämlich auf die Genealogie der Moral, die er nennt. Aber zuerst möchte ich für diesen Blick auf die Passage in der Genealogie der Moral 2.12 einen Hintergrund schaffen. Und ich beginne zuerst mit einer Bemerkung Nietzsches aus Aphorismus 59 im Antichrist. In diesem Aphorismus 59 im Antichrist schreibt Nietzsche mit Blick auf die Leistungen der antiken Welt, der Griechen und Römer, Folgendes. Und das ist das dritte Zitat auf ihrem Handout. Alle Voraussetzungen zu einer gelehrten Kultur, alle wissenschaftlichen Methoden waren bereits da. Man hatte die große, die unvergleichliche Kunst, gut zu lesen, bereits festgestellt. Diese Voraussetzung zur Tradition der Kultur, zur Einheit der Wissenschaft, die Naturwissenschaft im Bunde mit Mathematik und Mechanik war auf dem allerbesten Wege. Der Tatsachensinn, der letzte und wertvollste aller Sinne, hatte seine Schulen, seine bereits jahrhundertealte Tradition. Versteht man das? Alles Wesentliche war gefunden, um an die Arbeit gehen zu können. Die Methoden, man muss es zehnmal sagen, sind das Wesentliche, auch das Schwierigste, auch das, was am längsten die Gewohnheiten und Faulheiten gegen sich hat. Was wir heute mit unsäglicher Selbstbezwingung, denn wir haben alle die schlechten Instinkte, die christlichen, irgendwie noch im Leibe, uns zurückerobert haben, den freien Blick vor der Realität, die vorsichtige Hand, die Geduld und den Ernst im Kleinsten, die ganze Rechtschaffenheit der Erkenntnis, sie war bereits da, vor mehr als zwei Jahrtausenden bereits. Ich möchte an dieser Passage drei Punkte hervorheben und auch etwas kommentieren. Nicht nur in dieser Passage, sondern seit Menschliches allzu Menschliches wird Nietzsche nicht müde zu wiederholen, dass die Methoden, gerade auch die wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Methoden, das Wesentliche sind. Menschliches allzu Menschliches beginnt mit einem Verweis auf die Methode der Chemie, auf die Analyse. Diese Kontinuität legt nahe, dass mit dem Anfang vom Menschliches allzu Menschliches nicht irgendeine positivistische Wende von Nietzsche nur eingeleitet wird, nicht einfach eine Phase Nietzsches Denken, sondern dass hier ein konstitutiver Zug von Nietzsches Denken beginnt. Und das ist für eine naturalistische Deutung von Nietzsches Werk ab 1878 sehr wichtig. Der Naturalismus bei Nietzsche ist ein Programm, in dem Evidenzstandards und Ableitungsregeln, die in den empirischen Wissenschaften mit Erfolg eingesetzt werden, auch in der Philosophie als Richtlinien und Modelle eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse der philosophischen Überlegungen mit den Ergebnissen von strenger wissenschaftlich-redlicher Arbeit übereinstimmen. Diese beiden Forderungen, also die methodische Modellfunktion der empirischen Wissenschaft und der Naturwissenschaft und die systematische Ergebniskohärenz mit diesen Wissenschaften, meinte ich anfangs mit der Metapher, dass die Philosophie mit den Methoden der Natur- und Sozialwissenschaft Hand in Hand gehe. Das ist der Sinn vom methodischen Naturalismus bei Nietzsche. Ich komme zu einem zweiten Punkt bezüglich § 59 im Antichrist. Nietzsche beklagt nun, dass dieses Programm durch den Siegeszug des Christentums unterbrochen worden sei, also durch die christlichen Instinkte, die nach wie vor in unserem Leib sind. Was im Antichrist das Christentum ist, ist an anderen Stellen, sehr grob gesprochen, der Platonismus oder die Metaphysik.
zwei in meinem Zusammenhang wichtige Merkmale der Metaphysik oder des Platonismus sind erstens ein völliger Verzicht auf empirische Methoden und zweitens die Akzeptanz von sedimentierten volkstümlichen Vorurteilen, von volkstümlichen Wertschätzungen, wie Nietzsche das nennt. Das vielleicht einschlägigste und wichtigste Beispiel bei Nietzsche für die Akzeptanz solcher sedimentierten volkstümlichen Vorurteile durch die Philosophie findet sich in Jenseits von Gut und Böse. In dem fünften Hauptstück mit dem Titel Zur Naturgeschichte der Moral sagt Nietzsche, jeder Philosoph habe bisher geglaubt, die Moral begründet zu haben, die Moral selbst aber galt ihm immer als gegeben. Daraus folgert Nietzsche, dass die sogenannte Begründung der Moral eigentlich nur ein Glaube an die herrschende Moral sein kann. Genauer gesagt, jede Begründung der Moral ist nur ein Ausdruck der herrschenden Moral. Deshalb wird keine wirkliche Begründung der herrschenden Moral geleistet, sondern es wird die herrschende Moral lediglich gepredigt und weitergeführt. Also täuschen sich die Philosophen der Moral, wenn sie glauben, eine Moralbegründung zu leisten. Alles, was sie tun, ist die Fortsetzung von volkstümlichen Wertschätzungen. Das heißt, eine erhoffte metaphysische Begründung der Moral, eine nicht-empirische Begründung, gibt es nicht. Was wir zuerst brauchen, ist eine Frage nach der Herkunft der moralischen Werte, und zwar eine Frage, die empirisch gestellt werden kann und mit empirischen Mitteln auch behandelt werden kann. Diesem apologetischen Projekt der metaphysischen Begründung der herrschenden Moral setzt Nietzsche also erstens die Möglichkeit einer anderen Moral entgegen. Das heißt, er weigert sich, die herrschende Moral als volkstümliches Vorurteil als gegeben zu akzeptieren. Und zweitens setzt Nietzsche dem genannten philosophischen Begründungsprojekt, also dem nicht-empirischen, ein alternatives Projekt einer Naturgeschichte, einer Genealogie, ja einer Typenlehre der Moral entgegen. Und bei diesem Projekt, das ein revisionistisches Projekt ist, weil es die Alltagsauffassungen der Moral herausfordert, bei diesem Projekt handelt es sich um eine multidisziplinäre, empirische Untersuchung der herrschenden Moral, zu der, wie Nietzsche sagt, die Medizin, die Psychologie, die Sprachwissenschaft und andere empirische Fächer etwas beizutragen haben. Das heißt, dieses revisionistische Projekt einer Genealogie, Naturgeschichte und Typologie der Moral ist ein naturalistisches Projekt im Sinne des methodischen Naturalismus. Und genau dieses Projekt wird in der Genealogie der Moral geführt, und ihr naturalistischer Charakter wird insbesondere in der langen Fußnote am Ende der ersten Abhandlung der Genealogie der Moral zum Ausdruck gebracht. Das war der zweite Punkt zu Paragraph 59 aus Antichrist. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, den ich in der Passage Paragraph 59 des Antichristen gerne hervorheben möchte. Und er findet sich in der Bemerkung, denn wir haben alle die schlechten Instinkte, die christlichen, irgendwie noch im Leibe. Mit anderen Worten, die Wiederaneignung der methodischen Rechtschaffenheit und des Tatsachensinns, die Nietzsche in der Passage auch mit den Naturwissenschaften in Verbindung bringt, sieht sich dauernd vor das Problem einer christlichen Umdeutung und Usurpation ausgesetzt. Wiederum gilt, ganz grob, was im Antichrist das Christentum ist, ist an anderen Stellen Platonismus, Metaphysik oder manchmal einfach Philosophie. Das heißt, dass sich die Wiederaneignung der methodischen Rechtschaffenheit und des Tatsachensinns dauernd vor das Problem einer metaphysischen Umdeutung und Usurpation der wissenschaftlichen Tätigkeit ausgesetzt sieht. Dieser dritte Punkt ist nun für meine folgende Diskussion sehr wichtig. Was Nietzsche kritisiert, ist nicht die Naturwissenschaft und die naturwissenschaftlichen Erklärungen. Nietzsches Kritik gilt einer bestimmten Umdeutung und Besetzung der naturwissenschaftlichen Tätigkeit, der Erklärungen und der Methoden, die benutzt werden. Ich kann nun den weiteren Gang meiner Argumentation
Am besten in einem ganz, ganz kleinen Dialog festhalten, einem Dialog zwischen einer Naturalistin und einem Antinaturalisten. Die Naturalistin sagt, ich denke, Nietzsche ist ein methodischer Naturalist. Der Antinaturalist entgegnet, nein, das kann nicht sein und ist sehr unwahrscheinlich, denn es gibt bei Nietzsche eine heftige Kritik an der Wissenschaft, insbesondere an der Naturwissenschaft, wie zum Beispiel im Paragraph 12 der zweiten Abhandlung in zur Genealogie der Moral. Und du wirst zugeben müssen, dass ein methodischer Naturalist der Naturwissenschaft doch zumindest sehr positiv gegenüberstehen muss, selbst wenn er sich nicht allein auf die Physik oder die Mechanik beziehen möchte. Darauf erwidert die Naturalistin, ja, das gebe ich gerne zu. Doch die Kritik Nietzsches betrifft nicht die Wissenschaft selbst, sondern die christliche oder metaphysische Deutung. Sie betrifft die Wissenschaft, insofern sie noch dem traditionellen Bild der Metaphysik oder der Moral anhängt. Mit diesem kleinen Dialog im Hinterkopf können wir uns nun der Passage aus der Genealogie der Moral, also 12 im Teil 2, zuwenden. Nietzsche kritisiert dort die in seinen Augen verfehlte genealogische Auffassung, der zufolge Zweck und Ursprung einer sozialen Einrichtung, zum Beispiel die Institution des Strafens, gleichgesetzt werden können. Nach ihm ist es ein Fehler, wenn man den Zweck einer sozialen Institution, also den Zweck des Strafens, wie zum Beispiel Rache oder Abschreckung, mit ihrem Ursprung in eins setzt. Nietzsche vertritt die Auffassung an dieser Passage, dass Zweck einer Sache und Ursprung einer Sache strikt zu trennen sind. Und er schreibt, und das ist nun Zitat 4 auf ihrem Handout: Es gibt für alle Art Historie gar keinen wichtigeren Satz als jenen, der mit solcher Mühe errungen ist, aber auch wirklich errungen sein sollte, dass nämlich die Ursache der Entstehung eines Dings und dessen schließliche Nützlichkeit, dessen tatsächliche Verwendung und Einordnung in ein System von Zwecken toto coelo auseinanderliegen und dass etwas Vorhandenes, irgendwie zustande gekommenes, immer wieder von einer ihm überlegenen Macht auf neue Ansichten ausgelegt, neu in Beschlag genommen, zu einem neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet wird. Dass alles Geschehen in der organischen Welt ein Überwältigen, Herrwerden und das wiederum alles Überwältigen und Herrwerden ein Neuinterpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem der bisherige Sinn und Zweck notwendig verdunkelt oder ganz ausgelöscht werden muss. Was Nietzsche hier sagt, lässt sich auf den ersten Blick einfach als Wiederholung einer allgemeinen Kritik an Zwecken in der Natur verstehen, etwa wie man sie bei Spinoza in der Ethik findet, ja, wo jede Art von Zweckmäßigkeit oder Teleologie aus der Natur verbannt wird. Das scheint mir auf Nietzsche nicht unbedingt zuzutreffen. Ich denke, Nietzsche glaubt durchaus, dass es so etwas wie Zwecke in der Natur gibt. Er bezweifelt aber zweierlei in dieser Passage, die ich eben vorgelesen habe, oder mindestens zweierlei. Erstens bezweifelt er, dass der ursprüngliche Nutzen den heutigen Zweck einer sozialen Institution oder eines biologischen Organs festlegt. Es gibt auch Passagen, wo er das auf biologische Eigenschaften anwendet. Und genau gegen diese Festlegung des heutigen Zweckes durch einen ursprünglichen Nutzen, dagegen setzt er den eben zitierten historisch-methodischen Satz. Zweitens bezweifelt Nietzsche, dass man den Zweck einer sozialen Institution oder eines biologischen Organs als eine immer zweckmäßigere innere Anpassung an äußere Umstände verstehen kann. Das sind Nietzsches Worte. Man sollte das nicht als eine immer zweckmäßigere innere Anpassung an äußere Umstände verstehen. Anders gesagt, man sollte die Unterwerfung von Institutionen oder Organen nicht als eine passive Anpassung verstehen, sondern als eine aktive Anpassung. Wie Nietzsche sagt, ein Umwerten, ein Neudeuten, ein Unterwerfen. Diesen Irrtümern setzt Nietzsche nun im eben zitierten Passage aus der Genealogie der Moral
Folgendes entgegen. Er sagt erstens, dass etwas Vorhandenes, irgendwie zustande gekommenes, immer wieder von einer ihm überlegenen Macht zu einem neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet wird. Aus diesem Grund kann der heutige Nutzen von etwas nicht in seinem Ursprung gefunden werden. Also im ursprünglichen Zweck der Strafe können wir nicht die heutige Funktion der Strafe sehen. Und zweitens kritisiert Nietzsche die Idee einer passiven Anpassung, ja, nämlich indem er der prinzipielle Vorrang übersehen wird, den die spontanen, angreifenden, übergreifenden, neu auslegenden, neu richtenden und gestaltenden Kräfte haben, auf deren Wirkung erst die Anpassung folgt. Nietzsche wirft den Vertretern der passiven Anpassung, wie zum Beispiel Herbert Spencer, also vor, die Wirkung mit der Ursache zu verwechseln. Ihn stört nicht die Erklärung, ihn stört die Erklärungsrichtung. Für Nietzsche gilt, ein biologisches Organ oder eine soziale Institution wird zuerst angepasst und ist erst als Folge davon eine Anpassung. In Spencers Bild gibt es zuerst die Anpassung und dann wird das Angepasste benutzt, um eine Umwelt zu manipulieren. Nietzsche wirft diesen Zusammenhang nicht von sich, der glaubt aber, dass hier die kausalen Relationen von Wirkung und Ursache durcheinander geraten sind. Die Idee einer passiven Anpassung sowie die Idee einer Rückprojektion eines Zweckes in den Ursprung, die Nietzsche hier zurückweist, woher stammen diese Ideen, woher stammen diese Zurückweisungen? Nun, Nietzsche erklärt, warum es ihm wichtig ist, den historisch-methodischen Satz der Unterscheidung von Zweck und Ursprung hervorzuheben. Und er beschreibt, warum ihm das wichtig ist, im folgenden Zitat, und das ist Zitat 5 auf Ihrem Handout. Und in diesem Zitat tauchen jetzt endlich die mechanistischen Unsinnigkeiten auf, von denen Pippin gesprochen hat. Zitat 5. Ich hebe diesen Hauptgesichtspunkt der historischen Methodik hervor, umso mehr, als er im Grunde dem gerade herrschenden Instinkte und Zeitgeschmack entgegengeht, welcher lieber sich noch mit der absoluten Zufälligkeit, ja mechanistischen Unsinnigkeit alles Geschehens vertragen würde, als mit der Theorie eines in allem Geschehen sich abspielenden Machtwillens. Die demokratische Idiosynkrasie gegen alles, was herrscht und herrschen will, der moderne Misarchismus, um ein schlechtes Wort für eine schlechte Sache zu bilden, hat sich allmählich dermaßen ins Geistige, Geistigste umgesetzt und verkleidet, dass er heute Schritt für Schritt bereits in die strengsten, anscheinend objektivsten Wissenschaften eindringt und eindringen darf. Ja, er scheint mir schon über die ganze Physiologie und Lehre vom Leben Herr geworden zu sein, zu ihrem Schaden, wie sich von selbst versteht, indem er ihr einen Grundbegriff, den der eigentlichen Aktivität, eskamotiert hat. Nun haben wir den ganzen Kontext für das Zitat, das Pippin anführt, um zu zeigen, dass Nietzsche kein Naturalist sein kann. Pippin schreibt ja, nochmal Pippin, in zur Genealogie der Moral wettert Nietzsche gegen die mechanistische Unsinnigkeit der modernen Naturwissenschaft. Das scheint mir aber grundfalsch zu sein. Nietzsche wettert nicht gegen die Naturwissenschaft, sondern gegen den, Zitat, gerade herrschenden Instinkt und Zeitgeschmack, gegen die demokratische Idiosynkrasie, gegen den modernen Misarchismus, der heute Schritt für Schritt bereits in die strengsten, objektivsten Wissenschaften eindringt. Das moderne demokratische Vorurteil gegen Herrschaft und Hierarchie, so Nietzsche, die Insistenz auf Nützlichkeit und Gleichheit in liberalen und sozialistischen Gesellschaftsmodellen des 19. Jahrhunderts, sind für Nietzsche die Probleme, die in die strenge und objektive Wissenschaft eindringen, und er nennt als Beispiel die Physiologie. Nun sind aber in Nietzsches Augen sowohl die demokratischen Vorurteile als auch die genannten liberalen oder sozialistischen Gesellschaftsmodelle nichts weiter als moderne Transformationen der christlichen Moral. Nietzsches Kritik richtet sich also nicht gegen die Wissenschaft als solche, sondern gegen eine bestimmte Umdeutung der wissenschaftlichen Forschung. Das geschieht gar schnell, so Nietzsche, denn wir haben alle die schlechten Instinkte, die christlichen, irgendwie noch im Leibe.
Und eben das, was ich jetzt lange ausgeführt habe, war die Antwort der Naturalistin im Dialog mit dem Antinaturalisten. Ich fasse die Punkte zum methodologischen Naturalismus zusammen. Pippins Argument gegen die Deutung Nietzsches als Naturalist, das ich für repräsentativ halte, ist nicht überzeugend. Ich hoffe, deutlich gemacht zu haben, dass beide Prämissen in diesem Argument falsch sind. Pippins Argument gegen die Deutung Nietzsches als Naturalist hat also keinen Bestand. Ich möchte hervorheben, dass meine Deutung der von Pippin angeführten Stelle sich nicht nur auf die Genealogie der Moral 2.12 bezieht. Mir ging es um einen sehr prinzipiellen Punkt, nämlich die scheinbare Kritik Nietzsches an den Naturwissenschaften betrifft nicht diese selbst, sondern die christliche oder metaphysische Deutung. Sie betrifft die Deutung der Wissenschaft, insofern sie noch dem traditionellen Bild der Metaphysik und der Moral anhängt. Damit habe ich nicht gezeigt, dass Nietzsche ein methodologischer Naturalist ist. Ich habe nur ein paar Hinweise gegeben, warum ich denke, er könnte es sein. Ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf den Punkt kommen, den ich anfangs liegen gelassen habe, nämlich auf die Frage nach Nietzsche als einem ontologischen Naturalisten. Wiederum scheint mir hier die Verkürzung, die Pippin vornimmt, eher symptomatisch zu sein. Stellen wir uns zuerst die Frage, warum könnte es auf den ersten Blick plausibel scheinen, Nietzsche als ontologischen Naturalisten zu betrachten? Nun, Pippin nennt einen wichtigen Punkt, der auch in der Genealogie der Moral sehr wichtig ist, nämlich Nietzsche leugnet unabhängige geistige Vermögen und er leugnet insbesondere die Existenz eines freien Willens. Also der freie Wille muss weg, das ist auch in der Tradition von Spinoza, sozusagen dem Erzvater des Naturalismus. Es geht also um einen Naturalismus im Hinblick auf das Mentale, auf das Geistige, auf den Willen, auf das Denken. Wie sieht ein solcher Naturalismus möglicherweise aus? Einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich stehe auf in meinem Büro und gehe zu meinem Bücherregal, weil ich dort etwas in Nietzsches Schriften nachschlagen möchte. Ich habe nämlich die Überzeugung, dass Nietzsches Schriften sich in meinem Regal befinden und ich habe den Wunsch, darin etwas nachzuschlagen. Meine Überzeugung, dass im Regal Nietzsche Schriften sind und mein Wunsch, etwas nachzuschlagen, erklären zusammen meine Handlung. Ich stehe auf, gehe zum Bücherregal und schlage auf. Dieses Modell der Handlungserklärung wird als Belief-Desire-Modell bezeichnet. Eine Handlung ist dann erklärt, wenn ich eine Überzeugung und einen Wunsch anführen kann. Aber dieses Modell der Handlungserklärung ist nichts weiter als ein Stück Alltagspsychologie, ein Volksvorurteil oder eine volkstümliche Wertschätzung, wie Nietzsche sagen würde. In der Psychologie spricht man von diesem Belief-Desire-Modell heute als Folk-Psychology, also so wie wir vielleicht evolutionär uns gewohnt sind, Handlungen anderer zu erklären. Nehmen Sie nun an, dass der Naturalist dieses zentrales Stück Alltagspsychologie für wahr hält. Für einen Naturalisten sind Erklärungen am besten irgendwie kausale Erklärungen. Und nun könnte ein Naturalist sagen, diese Überzeugung, dass im Regal die Bücher von Nietzsche stehen und mein Wunsch, etwas nachzuschlagen, führen kausal zu meiner Handlung. Also meine mentalen Zustände verursachen meine Handlung. Als Naturalist könnte ich weiter Überzeugungen und Wünsche als Hirnzustände auffassen. Meine Überzeugung ist nichts anderes als ein Hirnzustand, mein Wunsch auch. Die zusammen verursachen meine Bewegung und ich robotisiere dann zum Regal rüber. Das sind also meine Hirnzustände, die kausal meine Handlungen erklären. Da die erklärende Beziehung zwischen meinen Hirnzuständen und den Handlungen kausaler Natur sind, liegt es nahe zu behaupten, dass ihnen kein freier Entscheid, kein freier Wille zugrunde liegt. Unser Bild vom freien Willen oder vom Beitrag des Bewusstseins unserer Handlung ist Nietzsche zufolge nur eine nützliche Illusion.
Nietzsche verwirft das Bild eines Akteurs hinter der Handlung. Er verwirft die Idee, dass etwas in meinem Geist meine Handlungen verursacht. Und nun sehen wir, was Nietzsche hier eigentlich macht. Nietzsche erklärt nicht unsere Handlung, wie ich es eben skizziert habe. Es geht ihm nicht darum, eine naturalistische Deutung der Alltagspsychologie zu geben. Vielmehr macht er eine naturalistische Kritik der Alltagspsychologie. Das heißt sozusagen, ein Schmalspurnaturalist würde die Alltagspsychologie einfach erklären und sagen, das sind Hirnzustände, klack, 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 die verursachen mein Handeln. Nietzsche kritisiert diese Alltagsannahme naturalistisch. Wie kann das gehen? Also wie kritisiert Nietzsche dieses alltagspsychologische Modell der Belief Desire Explanation, die uns allen sehr natürlich erscheint? Nietzsche interessiert sich nicht wirklich für Motive, Ziele, Absichten, er möchte sie auch nicht naturalisieren, er möchte vielmehr das Handlungsmodell verabschieden. Erinnern wir uns an die oben genannten beiden Merkmale der Metaphysik, nämlich erstens der Verzicht auf empirische Methoden und zweitens die Akzeptanz von volkstümlichen Vorurteilen. Was Nietzsche tut, ist nun also Folgendes. Er verwirft das volkstümliche Modell der Handlungserklärung und stellt sich die Frage, ob dieses Modell empirisch überhaupt angemessen ist. Es ist wissenschaftlich belegbar, dass unsere Erklärungen normalerweise so funktionieren und dass das die besten Erklärungen sind. Wenn wir genau hinschauen, so Nietzsche, dann merken wir womöglich, dass sich das alltagspsychologische oder volkstümliche Handlungsmodell empirisch gar nicht halten lässt. Ich nenne zum Abschluss drei Aspekte, wie man dieses Alltagsmodell durch genaueres empirisches Hinschauen in Frage stellen kann. Erstens, wir erklären, so behauptet Nietzsche in Genealogie der Moral 1,13, unsere Handlungen nicht so sehr durch unsere Meinungen und Wünsche und unseren Willen, sondern vielmehr erklären wir die Handlungen aus Charakterdispositionen, aus Charaktertypen heraus. Das heißt, der Charakter ist das, was wesentlich Handlungen erklärt und Handlungen auch begründet. Die mentalen Zustände selber sind nicht so wichtig. So könnte man sagen, der Mutige handelt im Allgemeinen mutig, der Ängstliche ängstlich. Aber, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den Nietzsche in der Genealogie der Moral manchmal aufnimmt, Charaktertypen sind nicht einfach durch alle Situationen hindurch stabil. Das ist eine volkstümliche Annahme, dass Charaktertypen kontrafaktisch stabil sind. Was meine ich damit? Wir neigen zur Auffassung, dass der Mutige immer mutig handelt und dass der Ängstliche immer ängstlich ist. Das trifft aber nicht zu. Mut, Angst sind oft Dinge, die mit bestimmten Situationen zu tun haben. Ein mutiger Mensch ist nicht immer und überall mutig, sondern vielleicht ist er nur mutig in der Öffentlichkeit, nicht unbedingt, wenn es darum geht, private Beziehungen zu regeln. Das ist kein Vorwurf an die mutige Person, sondern das ist einfach die Einsicht, dass Charaktertypen situationsrelativ zu verstehen sind. In der Psychologie spricht man heute vom Situationismus, der Idee, dass Handlungskontexte bestimmend sind für den Charaktertyp, den ich aktivieren kann. Drittens ist Nietzsche der Ansicht, dass Handlungen nicht bloß nicht unabhängig von Charakter und Situation sind, sondern sie sind auch nicht unabhängig von moralischen Wertungen. Und das ist eigentlich der erstaunlichste Punkt beim Nietzsche. Im Falle von Taten mit Folgen, die wir als moralisch fragwürdig einschätzen, haben wir laut Nietzsche die Tendenz, diese Folgen dem Täter besonders stark zuzurechnen. Das tun wir im Falle von Taten, die wir als moralisch wertvoll einschätzen, hingegen eher nicht. Im moralisch positiven Fall betrachten wir Nebeneffekte von Handlungen wirklich nur als Nebeneffekte, im negativen Fall hingegen eher nicht. Mit anderen Worten, ob etwas wirklich in der Absicht eines Täters lag, hängt von der moralischen Bewertung der Handlungsfolgen ab. Wir tendieren dazu, kollaterale Schäden für Handlungen, die wir als böse betrachten, eher als absichtlich verursacht zu bewirken,
als umgekehrt kollateralen Nutzen, als tatsächlich in der Absicht des guten Menschen liegt. Das ist zum Beispiel wichtig für Kriminalpsychologie und die Urteile von Motiven bei Tätern. Was Nietzsche also macht, und ich komme damit zum Schluss, ist, dass er ein volkstümliches Modell nimmt, aber dieses volkstümliche Modell einer naturalistischen Kritik aussetzt. Das volkstümliche Modell der Belief Desire Explanation hält, so Nietzsche, einer psychologischen Betrachtung nicht stand. Und diese psychologische Betrachtung erfolgt auch durch empirische Methoden und durch empirische Daten. Wenn das nicht methodischer Naturalismus ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Aber es ist bestimmt das, was Nietzsche macht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wild, für den schönen Vortrag über Nietzsche und den Naturalismus. Schade, dass Robert Pippin jetzt nicht da ist, denn der würde bestimmt antworten wollen. Aber da er nicht da ist, können Sie ja entweder an seiner Stelle eine Antwort geben oder andere Fragen stellen. Wir haben ja die bewährte Praxis des Fragenstellens auch nach den Beiträgen in unserer Ringvorlesung eingeführt.